Grüß euch bei Natürlich gekocht. Ich bin unterwegs kulinarisch rund um den Wolfgangsee und eins kann ich euch schon verraten, der Fisch hier wird auch roh verspeist. Die Bettina hat heute auch wieder eine Challenge für mich. Heute, Markus, sollst du die Kräuter mal selber sammeln. Und das vielleicht sogar auf der Alm. Und da findest du ganz bestimmt auch den Wiesenthymian, den Rotklee und wenn du Glück hast, auch noch ein paar Hollerblüten. Und all das sollst du heute in deine Gerichte einbauen. Und von mir kriegst du nur die Kapuzinergresse. Super, Kapuzinergresse. Das passt eigentlich, glaube ich, schon richtig gut zu unserem ersten Stopp, nämlich Seesushi, da am Wolfgangsee. Da kommt nur frischer Fisch auf den Tisch. Und aus der Kapuzinergresse könnte man uns einen Wasabi-Ersatz machen. Servus Dominik, hi. Grüß dich Markus, hallo. Schau, ich habe uns ein bisschen Kapuzinergresse mitgebracht. Da können wir vielleicht ein bisschen Wasabi-Ersatz bestimmt was ein, ja. Draus machen. Super, was hast denn du schon alles vorbereitet? Ja, eigentlich alles. Ich bin schon seit 3 Stunden da. Sehr gut. Wie gesagt, beim Sushi ist ein Großteil, das weißt du natürlich, Vorbereitung von der Arbeit. Das Wichtigste beim Sushi ist und bleibt der Reis. Viele denken immer, das ist der Fisch, aber es ist der Reis. Wenn der nicht passt, dann ist alles, was man sonst macht, eigentlich schade. Und ich habe mit einem Japaner mal geredet und der hat zu mir gesagt, wenn der Reis nicht passt, dann ist der Fisch nichts mehr wert. Und deswegen legen wir da wahnsinnig viel Wert darauf, dass der passt, dass der immer zum Beispiel jetzt halb lauwarm ist, der soll nicht kalt sein. Wir verwenden jeden Reis nur einmal und aus dem anderen machen wir dann Fried Rice oder Personalessen, was natürlich auch nochmal sehr gut ist. Ja. Wir machen den sehr traditionell japanisch, man sieht es auch im Hangiri. Ist uns ganz wichtig, ich möchte auch gar nicht irgendwie neuartige Sachen probieren, weil es einfach klassisch und eine jahrtausende alte Tradition ist, die auch so bleiben soll. Dann natürlich das zweite Fisch. Wir haben heute da eine absolut Top-Qualität aus Seersaibling. Ein relativ großes Stück. Wir haben den jetzt schon, sage ich mal, 3 Tage durch unseren Reinheitsprozess, so nennen wir das bei uns, gehen lassen, so dass er Sushi-tauglich ist. Ist ja nicht so, dass man den fängt und dann wird er sofort essfertig gemacht. Warum ist der Heimische für dich da so wichtig? Ich war lange Zeit weg von daheim und habe mir einiges angeschaut und habe viel gesehen, habe auch mit vielen Sachen gearbeitet und bin dann heimgekommen und ich damals schon einiges an Sushi-Experience gehabt und habe mir das dann gedacht, habe mir einen Freund von mir vorgeschlagen, du schau her, lass uns das, ich mache mal Sushi für uns aus dem Seefisch. Und der hat dann zu mir wirklich schockiert gesagt, nein, also er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, das ist ja grausig. Also das ist ja, wie kann man mit einem Seefisch essen? Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Das meine ich gar nicht böse, aber dass dieses Bewusstsein bei uns nicht da ist, nicht einmal fürs Wasser an sich, ja, da geht es auch viel um Wasser bei dem ganzen Thema. Der andere Zugang, und das war dann das Schwache natürlich, das Pragmatische, sage ich mal, wie machen wir das jetzt? Also es ist natürlich schon ein Seefisch, sehr anders als ein Fisch aus dem Meer, von der Fettstruktur her. Er ist filigraner, egal wie groß er ist. Jeder Fisch ist anders, es ist nie dasselbe. Und deswegen ist ja dieses Handwerk Sushi machen an sich so interessant, kreativ und trotzdem ist aber auch so klar in sich und das taugt mir einfach an dem Ganzen. Ihr werdet den Fisch ganz kurz auf unser Ort schneiden. Die Japaner machen das meistens ein bisschen anders, kommt aber natürlich immer auf den Fisch und auf den Sushi-Koch an sich, das muss man einfach dazu sagen. Die meisten Japaner schneiden das Nigiri zum Beispiel, diesen klassischen Nigiri-Schnitt oder auch Sashimi-Schnitt mit der Schwimmrichtung des Fisches. Wir schneiden es gegen die Richtung. Das heißt, mit der Schwimmrichtung wäre natürlich so. Ich schneide jetzt gegen die Schwimmrichtung. Dadurch hält das Ganze ein bisschen besser zusammen. Wir haben ein schön kompaktes Nigiri. Ja, die Schneidetechniken sind natürlich wirklich vor allem am Anfang für mich ein großes Thema gewesen, ein großes Problem auch gewesen. Man hat sich da wirklich viel damit beschäftigen müssen. Das haben wir auch gemacht. Und dann werden wir jetzt einfach mal bearbeiten. Mal ein Nigiri machen, beziehungsweise ein paar Rolls machen. Nichts Besonderes, aber ich sage immer, die Besonderheit in dem Ganzen an Sushi an sich liegt in der Einfachheit und deswegen soll es genauso sein. Genau. Super. Ich würde aber sagen, vielleicht starten wir als erstes noch mit unserem Wasabi-Ersatz aus der Kapuzinergresse. Gute Idee, dann steht es nicht so lang.
Und zwar würde ich das gerne so machen, dass wir uns die Kapuzinerkresse jetzt im Mörser ganz fein mörsern. Dann tun wir die mit ein bisschen Salz und Pfeffer abschmecken, weil die hat ja von Haus aus schon eine wunderbare Schärfe. Vor allem die großen Blätter sind schon sehr intensiv scharf und natürlich ein toller Wasabi-Ersatz, finde ich. Und schmecken das noch ein bisschen ab mit einem Reisessig, damit wir ein bisschen Säure noch reinkriegen. Und als abschließendes Highlight geben wir noch ein bisschen Sesamöl dazu. Die Kapuzinerkresse gehört zu den Kapuzinerkresse-Gewächsen. Sie kommt ursprünglich aus Südamerika und ist eine einjährige Pflanze. In allen Teilen der Kapuzinerkresse ist ein natürliches Antibiotikum enthalten. Dieses Antibiotikum vermindert das Vermehren der Bakterien. Allgemein hat das Antibiotikum die Wirkung, dass es Organismen zerstört. Bei der Kapuzinerkresse jedoch wird das Darmmilieu nicht zerstört, also die Darmflora bleibt erhalten. Das natürliche Antibiotikum ist in den ätherischen Ölen enthalten, das beim Verzehr frei wird. Bei der Ausscheidung über die Atemwege, über den Harnweg oder über den Darm, da entfaltet es dann seine Wirkung. Somit wirkt es auf Atemwegserkrankungen, bei Bronchitis, bei Mandelentzündungen, bei Husten, bei Schnupfen, aber auch bei Harnwegsinfekten oder Nierenleiden. Auf unsere Magen- und Darmschleimhaut wirkt es regenerierend und für ältere Menschen wirkt sie super kräftigend. Aber ein zu viel an Verzehr von der Kapuzinerkresse ist auch nicht optimal, weil es dann die Schleimhäute reizen kann. Die Kapuzinerkresse hat aber auch noch ganz andere tolle Wirkstoffe wie Schwefel, Enzyme, Vitamin C und Mineralstoffe. Man kann die Blätter und die Blüten der Kapuzinerkresse verwenden. Man kann sie in Gemüse, Salat und Aufstriche verwenden. Die Blüten, mit denen kann man einen ganz tollen, färbigen Essig herstellen. Und aus den Knospen, die kann man in Essig einlegen und einen Kapernersatz machen. Du hast also ein ganz interessantes Gemüse liegen da. Ja, ist natürlich beim Sushi super, super wichtig und wieder immer interessanter Gemüse an sich. Ich bin ein totaler Fan von vegetarischem Sushi. Was ich da jetzt habe, ist was ganz was Cooles. Das nennt sich Red Russian Kale. Ist eigentlich ein Grünkohlart und das Coole ist, dass die aus Abersee kommt. Das machen zwei Freunde von uns auf ganz einer kleinen Bio-Fläche, sage ich jetzt mal, und ganz normal, ohne großen Ding. Wir haben da persönlichen Kontakt. Wenn sie was haben, dann bringen sie es und wenn nicht, dann nicht. Und das ist voll wichtig heute. Ich finde das super cool und ich glaube, aus dem entstehen einfach schöne Produkte am Ende. Ja. Wir machen jetzt ganz ein klassisches Nigiri einmal. Ich bin ein großer Fan davon, wenig Reis und viel Fisch. Für mich ist das wahnsinnig wichtig, dass vor allem der Fisch im Vordergrund steht und der Reis das sozusagen unterstützt das Ganze. Und du tust jetzt ein bisschen Kapuzinerkresse auch drunter? Genau, oder? Die tun wir da jetzt drunter. Macht man traditionell eben mit Wasabi, aber ich finde es eigentlich ganz eine coole Idee, was wir jetzt gemacht haben. So, und jetzt machen wir eben nur klassische California Roll. Den Reis muss man ganz mit Liebe behandeln. Das hört sich immer so witzig an, aber es ist so. Der Reis darf einfach nicht zerdruckt werden. Das ist ganz, ganz wichtig beim Sushi. Das sollte alles nicht so viel sein. Das ist ganz wichtig. Also ich bin kein Fan von solchen riesen Sushi-Rolls, die was man im Mund fast nicht kauen kann, weil ein Stück so groß ist. Dazu ein bisschen Gurke. Jetzt haben wir sozusagen unseren Rolling. Und da geben wir jetzt unser Stück Saibling drauf, das wir eben vorher heruntergeschnitten haben. Den legen wir da jetzt einfach drauf. Perfektes Stück. Wir dann das Ganze nochmal mit einer Makisu in Form bringen. Schön machen. Ästhetik ist ein wichtiger Teil von Sushi. Und dann können wir das Ganze auch schon schneiden und anrichten. Und zu guter Letzt noch die Kapuzinerkressenblüte als Topping, damit wir das ganze Produkt verwendet haben. Und wir haben ein wunderschönes Sushi-Menü. Schaut spitze aus. Und jetzt bauen wir noch ganz geschwind die Fotos für die Bediener. Und jetzt können wir es gleich verkosten, oder? Ich freue mich drauf. Einen Energiespartipp habe ich noch für euch. In Zukunft macht es einfach richtig viel Sushi, weil da braucht es gleich gar keine Energie. Ich muss halt liegen, aber das ist einfach so gut. Super. Wirklich? Bitte. Das ist wirklich gut. Und man schmeckt da wirklich die Kapuzinergröße. Kann man eigentlich nicht gedacht, aber es ist echt interessant. Super.
Und nach der Stärkung schauen wir jetzt noch auf die Alm und da kommen wir am besten hin mit dem Schiff und dann zu Fuß. Perfektes Wanderwetter haben wir heute und wir schauen jetzt noch zu Martin auf die Hütten und mit dem werden wir ein bisschen Kräuter sammeln. Hallo, grüß dich. Servus, Martin. Du, ich brauche ein paar Kätteln. Ja. Was hast du denn da hier oben so bei dir? Ja, wie war es mit einem Klee zum Beispiel? Rotklee, ja. Schaut gut aus. Den gab es da schon jede Menge, den kann man super hernehmen. Der Rotklee gehört zu den Hülsenfrüchtlern und zur Unterfamilie der Schmetterlingsblütlern. Der Blütenstand ist mit zygomorphen Blüten. Und nicht nur das Weidevieh liebt den Klee, auch Bienen, Hummeln und Schmetterlinge mögen ihn. Es gibt da ganz viel Magisches über ihn zu sagen, vor allem über den Klee mit mehr als 3 Blättern. So bringt der 4-blättrige Klee Glück und wenn man ihn auf Reisen in die Kleidung einnäht, so schützt er uns vor Unglück. Der Klee hat ganz viele tolle Inhaltsstoffe. Er hat Vitamine, Mineralstoffe, blutverdünnende Substanzen und pflanzliche Hormone. Diese Phytohormone sind den Hormonen des menschlichen Körpers sehr ähnlich. Und so weist auch die Wissenschaft immer wieder darauf hin, wenn der Östrogenspiegel sinkt, dass man diese Pflanzenhormone anwenden kann. Und davon hat der Rotklee reichlich. Und zum Beispiel wirkt er auch im späteren Alter, wenn der Knochenabbau stattfindet. Oder er stärkt das Wohlbefinden bei Wechselbeschwerden. In der Volksheilkunde sagt man ihm nach, dass er blutreinigend wirkt und entzündungshemmend. Man kann ihn auch äußerlich und innerlich bei Psoriasis oder bei Ekzemen anwenden. Man kann aus den frischen oder getrockneten Blüten Tee zubereiten, an starken Teesud und Kompressen auflegen. Man kann aber auch den Rotklee in Öl ansetzen und dann mit diesem Ölauszug eine faltenreduzierende Salbe herstellen. Man kann diese süßen Blüten und diese frischen kleinen Blätter für Salate, für Aufstriche und für Gemüse verwenden. Und so kann er eigentlich im Sommer fast täglich in unserem Speiseplan am Platz einnehmen. Und was gibt es da umsonst noch so? Alles mögliche. Frauenmantel haben wir da, einen Thymian haben wir da. Wiesentymian? Ja, genau. Der Wiesentymian oder Feldthymian wird bei uns auch Quendel genannt. Und er ist der kleine Bruder vom Thymian. Der Thymian, der ist im Mittelmeer heimisch und der Quendel ist bei uns heimisch. Beide gehören zur Gattung der Lippenblütengewächse. Und beide sind in der Heilanwendung gleich. Allerdings hat der Thymian ein bisschen einen höheren Gehalt an ätherischen Ölen. Die ätherischen Öle, die im Quendel enthalten sind, sind Thymol, Pinene und Carvacol. Aber er hat auch noch ganz andere tolle Inhaltsstoffe wie Gerbstoffe, Bitterstoffe und Mineralstoffe. Der Thymian ist ganz toll bei Atemwegsinfekten oder bei Bronchitis, bei Lungenerkrankungen, bei Husten, bei Schnupfen. Aber er ist auch absolutes Nervenmittel bei Melancholie oder wenn man zu Schlafstörungen neigt, kann man ihn anwenden. Er ist aber auch absolutes Frauenkraut. Das heißt, zur Geburtsvorbereitung wird er gern verwendet oder auch bei Wechselbeschwerden. Der Geruch des frisch zerquetschten Thymians, der wirkt gegen Kopfschmerzen. Den Quendel kann man getrocknet oder auch frisch verwenden. Für Tee, für starke Aufgüsse, als Kompressen, als Sitzbad, als Vollbad oder ganz einfach als Würzkraut. Und da schmeckt er super zu Händel, Fischgerichte, Wild, Gemüse und Kartoffelgerichte. Und gleichzeitig regt er dabei unsere Verdauung an. Was machst du mit dem Wiesentymian? Du, ich nehme ihn zum Beispiel her und tue ihn in mein Pesto rein. Okay. Und das Pesto kannst du dann vielfältig hernehmen, entweder Knödel drauf oder
zum Beispiel in einen Burger rein. Ah, super, das klingt gut. Da kann man richtig gute Sachen machen. Und was gibt es besser, als wenn das Kreidel direkt vor der Tür wächst? Das ist doch schön, oder? Ja. Da haben wir einen Fashionholer. Mhm. Ja, wunderbar. Da nehmen wir uns gleich mit, oder? Der Holler, der gehört zu den Moschusgewächsen. Und unsere Vorfahren, so zwei Generationen vor uns, die haben den sehr ehrfurchtsvoll behandelt. Und so ist fast vor jedem Bauernhof ein Hollerbusch gestanden. Man hat den auch nicht geschnitten, denn im Holler, da wohnt ja die gut gesonnene Göttin Frau Holle drinnen. Er ist auch eine Zeigerpflanze. Das heißt, wenn die sommerlichen Blüten blühen und der frische Duft ist, dann ist es ein Zeiger für den Frühsommer. Wenn er die Früchte trägt, ist es ein Zeiger für den Beginn des Frühherbstes. Die Blüten haben ganz viel Flavonoide enthalten, Kaliumsalze, Schleimstoffe und ätherische Öle. Diese Inhaltsstoffe wirken schweißtreibend, blutreinigend und harntreibend. Schon beim Aufkeimen von einem Infekt kann man gleich einmal eine Tasse Hollerblütentee trinken. Man kann die Hollerblüten frisch verwenden oder auch getrocknet. Ich verwende es zum Beispiel am allerliebsten einfach frisch in ein Wasser rein, Zitrone aufgeschnitten dazu und dann hat man ein herrliches Sommerwasser. Man kann Sirupe draus machen, Liköre, in Schnaps einlegen, auspacken, als Cremes verwenden für Desserts oder auch in Essig ansetzen. Den Holler kann man auch in Öl ansetzen. Dieses Öl, wenn man das dann auf der Haut aufträgt, wirkt reizlindernd und gegen Sonnenbrand. Man soll die Blüten ja an trockenen Tagen ernten. Es soll auch die Tage davor nicht geregnet haben und man soll sie dann auch nicht waschen. In den grünen Teilen des Hollers ist ein Wirkstoff enthalten, und zwar das Glykosid Sambonigrin, das Blausäure freisetzt. Das wiederum Erbrechen und Durchfall fördert, also wirklich nur die Blüten verwenden. Es gibt nur einen Verwandten beim Holler bzw. einen Strauch, mit dem man leicht verwechseln kann, und zwar der Zwergholler, und der ist giftig. Man kann ihn aber ganz gut erkennen, er hat nämlich einen sehr unangenehmen Duft. Für was nimmst du einen Holler? Ich nehme ihn erstens zum Hollersaft machen. Und ich finde recht lustig, wenn wir so eine Orangen-Holler-Marmelade machen wir selber. Ach, das klingt interessant. Einfach zu machen und schmeckt voll gut. Ja, super. Ich bin dann schon ausgerüstet. Ich brauche den dann für meine Challenge fürs Dessert. Okay. Ja, sonst nimmst du halt noch ein paar. Dann meinen Holler schon mit. Ja, genau. Schaut, bei uns am besten nehmen wir nur die guten Sachen, quasi Walnüsse rösten wir ab, dann tun wir die Kreideln rein, in dem Fall im Thymian und ein wenig Wiesenklee. Dann haben wir ein bisschen Knoblauch drinnen, ja. Salz, Pfeffer, Zucker, ein bisschen Zitrone, zwickst du das selber. Natürlich auch ein wenig Sonnenblumenöl. Und da habe ich einen regionalen Käse, sprich einen Bergkäse vom Itzelreuther aus Oberwang. Ah, super. Also da merkt man gleich, dass das alles regional ist. Ist das für dich ein großer Aufwand? Das herum zum Betreiben auf der Alm, oder geht das leicht? Na, eigentlich geht es leicht. Wenn man sich ein bisschen schlau macht, wo die ganzen guten Produkte sind, dann geht es eigentlich ganz leicht. Dann kann man sich das immer fest mitnehmen, wenn man auffahrt zum Beispiel. Das mischen wir jetzt dann einfach ganz gemütlich alles zusammen und mixen wir es ein wenig auf und dann haben wir ein gutes Pesto für unseren Burger. Wir haben es gedacht, wir machen ein bisschen einen anderen Burger, und zwar einen vegetarischen Burger. Ja. Wir haben da ein Käse-Pressknödel drinnen, dann haben wir ein wenig Sauerrahm drinnen, ein bisschen einen Krautsalat, ein bisschen einen normalen Salat. Und wie gesagt, eben dann das Beste dazu. Auf einen Weckerl drauf, ein Laugenweckerl, schmeckt überraschend wirklich gut. Ja, und das kommt herum gut an, wenn du sagst, du magst vegetarisch auf der Alm? Schon. Ja. Durch das, dass mein Publikum doch auch relativ viele junge Leute dabei sind, die was bewusst eben auf das jetzt schauen, kommt der eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut an. Boah, der schaut gut aus. Den werde ich jetzt gleich mal verkosten. Aber als allererstes brauchen wir natürlich noch unsere Fotos für die Bettina. Der Markus, aber eigentlich, wenn du einen Holler gebrockt hast, musst du einen Hollerschnaps dazu trinken, oder? Schon, gell? Das gehört einfach dazu. Ich würde sagen, genieße es und dann guten. Danke. Ja. Also auch wenn die Hütte absolut zum Bleiben einlädt, und der Hollerschnaps auch wunderbar, werde ich mir jetzt trotzdem auf den Weg machen. Ist noch mein Burger fertig mit meinem Holler auf die andere Seite vom See und dann geht's weiter.
Wir sind jetzt da beim Seegut Eisel und die produzieren seit einigen Jahren Eis aus Schafmilch. Das Ganze sehr nachhaltig, aus natürlichen Produkten. Und das schauen wir uns jetzt einmal an, wie das funktioniert. Hallo, grüß dich. Servus, Markus. Ich habe mir mein fesches Hauerl noch gleich abgeholt und Holunder habe ich auch mitgebracht. Ja, den werden wir nicht brauchen, wir sind schon vorbereitet. Also wir, mit dem kann man nicht weit. Wir haben schon einen Hollersaft aus eigenen Hollerblüten gemacht. Und ja, darfst mir aber gleich helfen mit den Gurken. Gurken schneiden? Genau, wir haben da krumme Gurken vom Öko Völdinger aus Wals. Die, was sonst in den Verkauf gehen, die entsoften wir. Ja. Da schneiden wir jetzt einfach hinten und vorne das nicht so schönen Enden an. Und dann pressen wir da gleich einen frischen Gurkensaft. Du hast das so gleich aus der Ganze durchlassen, oder? Die lassen wir dann aus der Ganze durch, genau. Du, wie seid ihr eigentlich gekommen drauf, dass ihr das mit Schafmilch macht? Ja, also meine Eltern machen schon seit über 30 Jahren Schaf, Frischkäse und Joghurt. Und dann haben wir uns gedacht, warum sollte man nicht auch Eis aus Schafmilch machen? Und dann haben wir uns mal intensiv damit beschäftigt und Eiskurs gemacht und ich habe mich dann eineinhalb Jahre mit Rezepturentwicklung beschäftigt und haben dann angefangen Eis zu machen und ja, taugt uns voll und ist ein super Produkt. Wie schwierig ist das mit der Schafmilch? Ist das schwieriger? Also es ist anders, man muss einfach die Eisrezeptur, die muss man anders berechnen, man muss es anders machen, also man muss auf jede Zutat muss man anders eingehen, egal ob es jetzt Schafmilch, Kuhmilch oder ob es jetzt Gurken sind. Wie viele Versuche habt ihr gebraucht, bis das Gurken-Holunder-Eis passt hat? Also bei den Gurken-Holunder-Blüten haben wir so circa 3 Versuche gebraucht. Also es ist immer unterschiedlich. Manche Sorten, die gehen beim ersten Mal schon und manche sagen beim fünften Mal so, jetzt lassen wir es dann. Wir setzen halt überall auf selbstgemachte Sachen. Zum Beispiel haben wir auch Apfelstrudel-Eis, da nehmen wir eigene Äpfel aus dem Obstgarten, die werden wir spalten, mit Zimtzucker vermischen, im Backrad am Backen, dass wir so einen Bratapfel haben und der kommt dann ins Eis rein. Also wir verwenden keine Fertigrezepturen oder Vormischungen, die sonst oftmals in der Eisbranche üblich sind, sondern wir machen eigentlich alles selber, was geht und schauen auf natürliche Zutaten und 100% biologische Zutaten. Schaut sehr nachhaltig aus. Wo seid ihr noch nachhaltig unterwegs? Wir erzeugen die ganze eigene Wärme, erzeugen wir selbst aus Biomasse, verwenden im Betrieb 100% Ökostrom und bauen jetzt dann sogar eine große PV-Anlage, mit der wir den ganzen Strombedarf decken können und zudem noch einen Überschussstrom bei der Salzburg AG einspeisen. Ansonsten bewirtschaften wir die ganze Landwirtschaft biologisch, setzen auch bei der Verpackung auf nachhaltige Sachen. Also haben wir auch jetzt fast den ganzen Fuhrpark auf Elektromobilität schon umgestellt und ja, das ist einfach ein wichtiges Thema und taugt uns aber. Wie kommen wir jetzt zu unserem Gurkeneis? Genau, also wir haben jetzt die Gurken fast fertig geschnitten. Die werden wir jetzt dann entsoften. Die Gurke gehört zu den Kürbisgewächsen und es gibt 2 verschiedene Arten von Gurken, und zwar einmal die Salat- und Schlangengurken oder die Einlegegurken. Sie besteht zu 95% aus Wasser und ist somit eines der kalorienärmsten Lebensmittel. Und trotzdem hat es ganz viele tolle Inhaltsstoffe. Sie hat ganz viele Vitamine, und zwar die ganze B-Gruppe, Vitamin C, E, Magnesium, Kalium, Zink, Phosphor und Eisen enthalten. Die meisten Vitamine sind in der Schale enthalten, somit ist es am besten, eine Bio-Gurke zu kaufen und auch immer gleich die Schale mitzuverwenden. Ein weiterer toller Inhaltsstoff der Gurke ist das Peptidasen, dieser Enzym, das die Proteine aufspaltet. Und wenn man somit die Gurke zu Fleischgerichten isst, wird es besser verdaulich. Wer die Gurke nicht ganz so gut verträgt, der kann zum Beispiel die Gurke schmoren und die Kerne rausnehmen, dann ist sie gleich viel verträglicher. Am meisten Inhaltsstoffe und Wirkstoffe sind in den normalen Salat- oder Schlangengurken enthalten. Bei den kleinen Snackgurken nehmen die Inhaltsstoffe wieder mehr ab. Und was hat es jetzt eigentlich mit der Gurkengesichtsmaske auf sich? Es ist ein ganz besonderer Wirkstoff enthalten, und zwar das Cucurbitacin. Und das wird in der Kosmetik gern verwendet. Das wirkt nämlich durchblutungsfördernd. Und somit ist eine Gurkenmaske durchblutungsfördernd, zusammenziehend, feuchtigkeitsspendend und abschwellend. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sonnenbrand habe, wirkt es auch reizmildernd. Da kann ich auch die Gurke auftragen. Wenn ich Mundgeruch habe, kann ich eine Scheibe Gurke auf meine Zunge legen. Die wiederum zerstört die geruchsbildenden Bakterien. Also die Gurke ist einfach ein absoluter Allrounder. Thank you.
Dann vermischen wir den Gurkensaft mit unserer Schafmilch und Zucker. Kommt noch unser Bio-Holunderblütensirup dazu. Und dann wird das Ganze gut gemixt und dann kommt das in die Eismaschine und dann, okay, dann können wir es schon genießen, das gute Eis. Wie verschöpfen wir da jetzt aus der Masse, die du da hast? Also die Gesamtmasse, was wir da heute haben, das sind 900 Liter. Boah! Also ein bisschen Arbeit haben wir schon noch vor uns. Da bin ich da eh nicht langsam da beim Deckel drauf machen. Naja, der schnellste bist du nicht, aber die Übung geht noch ein wenig. Und wie viel von den 900 Gläser essen wir in der Zwischenzeit dann? Nein, natürlich gibt es was zum Kosten. Das ist eigentlich eh das Wichtigste beim Eismachen, dass man wirklich immer Qualitätskontrollen macht. Also du darfst jetzt gleich Qualitätskontrolle machen. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ein wenig schneller ist wie du. Und du darfst das dabei schmecken lassen. Ja, sehr gut. Danke. Wirklich super erfrischend. Und jetzt brauchen wir natürlich noch unser Foto für die Bettina. Und dann schauen wir mal, was die Bettina für ein Feedback hat für uns. Oh, Bettina. Schauen wir mal. Heute hast du ja richtig viel erlebt. Zumindest sagen das die ganzen tollen Bilder, die du mir geschickt hast. Die Kräuter habt ihr echt super in die Gerichte eingebaut. Und die Kapuzinerkresse, das war echt eine kreative Idee. Auf das Eis bin ich fast ein bisschen neidisch, das hätte ich jetzt auch gern. Mit Holler und Gurke kombiniert ist echt eine erfrischende Geschichte. Ja, an der Bettina ihrer Stelle wäre ich jetzt auch neidisch. Das war eine super kulinarische Reise rund um den Wolfgangsee. Ich werde jetzt noch mehr Eis fertig genießen und da findet ihr noch mehr Videos.